folgen die Schlagzeilen der Woche mit Tobi Hull und Sebastian Hambach. Heute geht es um die jüngsten Entwicklungen bei der Vergangenheitsaufarbeitung in Taiwan. Anfang Juni nahm die neu gegründete Kommission für Vergangenheitsaufarbeitung die Arbeit auf und ihre Ziele sind unter anderem die Öffnung politischer Archive, die Entfernung autoritärer Symbole sowie das Leisten von Entschädigungen für vergangene Ungerechtigkeiten. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie Sebastian Hambach und Chobi Hui. In der heutigen Ausgabe wollen wir über die jüngsten Entwicklungen sprechen, die es in Taiwan im Bereich der Vergangenheitsaufarbeitung gegeben hat in den letzten Wochen und Monaten. Also vor allem die Vergangenheitsaufarbeitung war ja zunächst eines der großen Wahlversprechen von Präsidentin Tsai Ing-wen, als sie 2016 gewählt wurde ins Präsidialamt. Und damals hatte sie unter anderem eine Kommission oder die Einrichtung einer Kommission angekündigt, die eben speziell diese Aufgabe der Vergangenheitsaufarbeitung erledigen soll und ein entsprechendes Gesetz. Tatsächlich wurde dann im letzten Jahr verabschiedet, im Dezember. Und die neunköpfige Kommission wurde dann im Mai zusammengestellt dieses Jahres und hat ab dem 1. Juni offiziell die Arbeit aufgenommen. Und damals hatte auch die Präsidentin offiziell dann zu diesem Anlass noch eine Rede gehalten und es gibt 5 größere Ziele dieser Kommission. Das erste Ziel besteht in der Öffnung politischer Archive und dazu gehört vor allem auch das Archiv oder die Archive der damaligen Regierungspartei, die während des Kriegsrechts in Taiwan regiert hat, also die Kuomintang, heute die größte Oppositionspartei in Taiwan. Das zweite Ziel besteht in der Entfernung von Symbolen aus dieser autoritären Ära. Also gemeint ist damit vor allem die Zeit zwischen 1949 bis 1987 oder Anfang der 90er Jahre, die eben als diese Zeit des Kriegsrechts vor allem bekannt ist. Und das dritte Ziel, das ist, dass es Entschädigungen gibt für Justizungerechtigkeiten, weil damals natürlich während der Zeit des Kriegsrechts auch das Kriegsrecht zum Einsatz kam und entsprechend rigoros angewendet worden ist. Das vierte Ziel ist das Verfassen eines historischen Berichtes über diese Ära, der in 2 Jahren fertiggestellt werden soll. Und schließlich der letzte Punkt, ganz allgemein, das ist also diese Förderung der Vergangenheitsaufarbeitung. Ja, genau. Und zwar zu dem ersten Punkt, die politische Dokumenten oder Akten freischalten. Also es gibt in Taiwan sowieso schon eine nationale Archiv, allerdings nicht alle entsprechende Akten dort zu sehen sind oder überhaupt viele Akten sind verteilt auf viele verschiedene Behörden, sei es in der Zentralregierung oder in der regionalen Regierung oder in viele mögliche Organisationen, die damals nahezu Kuomintang standen und daher diese Akten soll alle natürlich dann zusammengestellt werden und nachgeprüft werden und so. Und diese Aufgabe ist natürlich sehr aufwendig und das kann natürlich auch viel Zeit nehmen und man muss natürlich auch sehr vorsichtig mit dem Umgang dieser Dokumente, weil manche betroffene Leute auf diesen Akten sind vielleicht noch im Leben oder man muss ja natürlich dann alles sehr vorsichtig. Und dieser Schritt ist natürlich dann, wie gesagt, sehr wichtig für die Vergangenheitsaufarbeitung in Taiwan. Inzwischen hatten viele Opfer oder Angehörigen der Opfer Entschädigungsgelder von der Regierung bekommen oder manche von denen haben auch schon Rehabilitationsurkunde erhalten. Allerdings diese Dokumenteeinsicht ist jetzt noch nicht ganz freigeschalten oder überhaupt sind die Dokumente nicht alle zusammengestellt worden. Und daher, das ist ja schon sehr wichtig für die Vollendung der Vergangenheitsaufarbeitung in Taiwan. Ja genau, eigentlich ist es auch nicht das erste Mal, dass man sich in Taiwan dieser Vergangenheitsaufarbeitung widmet. Auch frühere Regierungen der Kuomintang und vor allem der DPP, also der Kuomintang vor allem unter dem damaligen Präsidenten Li Denghui, haben sich schon zumindest diesem sogenannten Massaker vom 28. Februar 1947 gewidmet. Dieses Massaker, das lag eigentlich noch vor der Zeit, die man heute eben Zeit des Weißen Terrors nennt, aber gilt auch gemeinhin als eben eines dieser traumatischen Nachkriegsereignisse in Taiwan, das damals vor allem dazu geführt hat, dass viele Intellektuelle, die selbst aus Taiwan stammten, also schon seit der Kolonialzeit umgebracht wurden und die hatten sich eigentlich damals erhofft, dass man Teil daran hat, an dem Aufbau eines neuen China, wie es damals hieß, also dann eben auch mit Taiwan mitzuwirken. Allerdings wurde denen dann vorgeworfen, nachdem es zu diesem Aufstand kam im Jahr 1947, dass sie entweder die Unabhängigkeit für Taiwan erreichen wollten, die Unabhängigkeit von der Republik China,
oder dass sie alternativ mit den Kommunisten zusammenarbeiten wollten. Und das war natürlich gerade zu einer Zeit, als dieser Bürgerkrieg zwischen den Nationalisten der Guomindang und den Kommunisten in China gerade hoch im Gange war. Und entsprechende Vorwürfe wurden dann eben auch sehr hart gehandhabt. Und wie gesagt, bei diesem Massaker wurden damals sehr viele Menschen getötet. Also man spricht davon, dass vielleicht bis zu 20.000 oder 18.000 Menschen wenigstens umgekommen sind. Und das ist eigentlich auch ein anderes Problem, was man hat, wenn man über diese Kriegsrechtsära spricht. Man weiß eigentlich gar nicht genau, wie hoch diese Opferzahlen sind. Also damals jedenfalls im Zusammenhang mit diesem 228-Zwischenfall oder Massaker, wie dieses Ereignis auch genannt wird, da hat es schon Entschädigungen gegeben. Allerdings ein Punkt, den die Präsidentin in ihrer Rede zur Einrichtung der Vergangenheitsaufarbeitungskommission auch kritisiert hat, das war, dass es zwar diese Entschädigung gegeben hat, aber dass man nicht wirklich von Seiten dieser ehemaligen Regierungen systematisch versucht hat, diese Vergangenheit aufzuarbeiten und dann eben viele Dinge doch noch im Unklaren sind bis heute. Und Abhilfe schaffen soll da jetzt eben diese Öffnung von weiteren Dokumenten oder eben ganzen Archiven. Und dann hofft man sich eben auch gleichzeitig, dass man ein besseres Bild mal davon bekommt, wie hoch überhaupt diese Opferzahlen sind. Und da werden auch heute noch immer wieder neue Entdeckungen gemacht. Also zum Beispiel in diesem Jahr alleine, da hat das Nationalarchiv oder die dafür zuständige Behörde 80.000 neue Dokumente durchkämmt und hat dabei tatsächlich dann auch noch einmal 2.000 Fälle von Menschen festgestellt, die damals verurteilt wurden, weil sie eben angeblich mit den chinesischen Kommunisten zusammengearbeitet hätten. Und darauf stand eben unter anderem auch die Todesstrafe oder zumindest eine Zeit lang in einem Lager, wo man dann umerzogen werden sollte. Und alle diese Fälle oder zumindest einen größeren Teil dieser Fälle verspricht man sich dann auch aufarbeiten zu können, indem man die Archive weiter öffnet. Ja, der Ex-DPP-Parteivorsitzende Shi Mingde hat schon mehrmals versucht, Zugang zu solchen Akten zu bekommen. Allerdings hat es ihm nicht gelungen, nicht nur während der Kuomintang-Regierungszeit, sondern auch jetzt während der DPP-Regierungszeit, ist ihm nicht gelungen, zu diesen Akten zu kommen. Und daher diese neu gegründete Kommission zur Vergangenheitsaufarbeitung soll sich natürlich beeilen, möglichst viele Dokumente zusammenzustellen und dann sortieren und bearbeiten, damit diese zur Schau gestellt werden können, damit alle Interessierten auch die Möglichkeit der Zugang haben zu diesen Dokumenten. Und du hast ja vorhin von den 228-Zwischenfall gesprochen. Inzwischen gibt es dann ein nationales 228-Museum in Taipei eingerichtet und auf den regionalen Ebene sind auch mehrere 228-Museen eingerichtet. Also man versucht schon auf diese Art und Weise etwas zu den Vergangenheitsaufarbeitung beizutragen. Und bei so einer Vergangenheitsaufarbeitung sind drei Sachen natürlich wichtig. Zuerst die Wahrheit herzustellen und dann nach der Verantwortlichen zu suchen und natürlich auch die Entschädigung. Und für die Entschädigung ist wohl das Einfachste unter diese drei Kategorien. Also wie gesagt, inzwischen haben schon viele Entschädigungsgelder bekommen oder dann Rehabilitationsurkunde bekommen, aber das reicht wirklich nicht aus. Also überhaupt, man will nach der Wahrheit suchen, die Wahrheit wiederherstellen und auch klar zu kommen, wer eigentlich dafür verantwortlich ist. Und man hat natürlich eigentlich Chiang Kai-shek, den Ex-Präsident Chiang Kai-shek, für das Ganze verantwortlich gemacht. Allerdings bis jetzt ist noch nicht wirklich dann von der Regierung her das bekannt gegeben und so. Daher, man braucht ja noch mehr Dokumente, Akten, um genau zu wissen, ob er wirklich die ganze Verantwortung übertragen soll. Und dann kommen wir jetzt vielleicht zu den zweiten Akten, diese autoritären Symbole, so nach dem Gesetz entfernt werden. Und in der Vergangenheit hat man eigentlich schon dazu was beigetragen, zum Beispiel viele Chiang Kai-shek, der mögliche Mörder bei den 228. Seine Statuen sind ein nach dem anderen eigentlich schon entfernt worden. Also früher in der Straße auf dem
Platz und irgendeine Kreuzung sah man viele seiner Statuen und inzwischen sind eigentlich die meisten schon entfernt. Allerdings, es gibt noch einige zu sehen, zum Beispiel auch in der Universität, Jinji-Universität, das ist noch ein Statuen von Chiang Kai-shek zu sehen und vor kurzem hat man durch eine Volksstimmung sozusagen entschieden, dass seine Statuen doch entfernt werden sollte, aber eine andere Statue, dem eigentlich neben ihm stand, nämlich der Gründer der Republik China, Sun Yat-sen, soll bleiben. Also in der Vergangenheit hat man eigentlich schon wirklich schnell oder langsam mit den Vergangenheitsaufarbeitung begonnen. Ja, also diese Statuen, vor allem von Chiang Kai-shek und von Sun Yat-sen, dem sogenannten Landesvater der Republik China, da gibt es also nicht nur zwei, drei in Taipeh oder in ganz Taiwan, die gibt es wirklich in allen möglichen offiziellen oder öffentlichen Plätzen. Und dazu gehören dann eben auch viele dieser staatlichen Universitäten. Aber warum ist das jetzt zum Beispiel gerade bei dieser National Zhengzhou-Universität so ein viel beachtetes Problem? Eigentlich, weil diese Universität, genau eben wie Chiang Kai-shek, genau wie die Kuomintang, damals in den 40er Jahren aus China nach Taiwan gekommen ist und auch eigentlich lange Zeit als so eine Kaderschmiede für die Kuomintang galt, wo eben vor allem die Politiker oder zukünftigen Politiker der Kuomintang ausgebildet worden sind, aber eben nicht nur in den Universitäten oder Parks. Es gibt natürlich noch ein viel prominenteres Beispiel für eine Statue von Chiang Kai-shek und die befindet sich sogar mitten im Herz von Taipeh und zwar ganz passend in der sogenannten Chiang Kai-shek Gedächtnishalle oder Gedenkhalle. Diese Statue ist wirklich riesengroß, also überlebensgroß. Und dazu muss man ja auch wissen, dass Chiang Kai-shek eigentlich auch immer noch bei einem Teil der Bevölkerung Taiwans sehr stark verehrt wird. Und andere wiederum nennen dann eben diese Halle auch etwas verächtlich den Chiang Kai-shek-Tempel. Denn die Leute, früher zumindest, gingen dann auch dorthin, um den Kniefall vor Chiang Kai-shek zu machen, um ihm nochmal die eigene Bewunderung auch näher zu bringen. Und diese Statue wird auch bewacht von einer Ehrengarde. Also all das zeigt ja schon, dass nicht nur früher er einen hohen Stellenwert genossen hat und dass es diesen Personenkult gab, sondern dass das auch noch eigentlich bis heute fortwirkt. Und auch heute gibt es noch diese Überbleibsel sozusagen. Natürlich auf der anderen Seite, vor allem die jetzige Regierungspartei, die kritisiert Chiang Kai-shek sehr stark und macht ihn eben auch verantwortlich für diese vergangenen Gräueltaten, wie diesen 228-Zwischenfall oder dann auch die Zeit des Weißen Terrors, wo er ja die meiste Zeit über auch tatsächlich noch hier in Taiwan regiert hat. Und deshalb ist natürlich auch diese Halle für die aktuelle Partei, aber auch für viele Historiker oder Menschen, die sich mit der Vergangenheitsaufarbeitung beschäftigen, hier in Taiwan ein Dorn im Auge. Aber man weiß auch nicht so wirklich, was man damit machen soll. Also wenn man vor dieser Halle steht, das ist wirklich ein sehr monströses Gebäude. Es nimmt sehr viel Platz weg, steht eben auch, wie gesagt, an einer sehr prominenten Stelle hier in Taipeh. Und es ist auch irgendwie so aufgebaut von der ganzen Architektur her, dass sich der Betrachter so klein und mickrig fühlt, im Gegensatz zu diesem großen Politiker sozusagen, wie er von manchen gesehen wird, der dann dort drin verehrt wird. Und es gibt verschiedene Vorschläge, was man mit dieser Halle machen soll. Von der Kommission, die für die Vergangenheitsaufarbeitung zuständig ist, gab es drei Vorschläge. Der erste ist, dass man einfach nur diese Statue entfernt, die Halle aber an sich beibehält. Das zweite ist, dass man diese Halle zu einer sogenannten negativen Erinnerungsstätte macht. Das heißt, man möchte schon noch weiter daran erinnern, dass es eben diese negativen Erfahrungen in Taiwans Geschichte gab und die jüngeren Generationen auch entsprechend erziehen oder ihnen das vermitteln. Und der dritte Vorschlag war, dass man die Statue zerstört. Und das gilt dann auch für viele andere Statuen von Chiang Kai-shek, die ja im Moment noch gesammelt werden in Dashi, in so einer Art von Gedenkpark, wo auch das Mausoleum von Chiang Kai-shek und seinem Sohn sich befinden. Und Kritiker bemängeln bei diesem Vorschlag aber, dass man dann eben auch diese schlechten Erinnerungen auslöscht. Und das könne ja eigentlich auch nicht Teil dieser Erinnerungsarbeit sein und stehe eigentlich dieser Aufarbeitung im Wege. Ja, ich als ein Bürger von Taipeh, es ist mir eigentlich völlig egal, wie das geändert werden soll. Abgesehen von den politischen Symbolen ist hier wirklich ein großer Platz. Und als meine Kinder noch klein waren, habe ich sehr oft die Kinder dorthin geführt und die haben dort gespielt oder Fahrrad gefahren und Drachen steigen gelassen oder überhaupt, da gibt es dort einen Teich und die Kinder haben immer die Fische dort gefüttert. Oder wir waren auch oft dort, weil auf diesem Gelände gibt es ein
nationale Theater und nationale Musikhalle und wir haben sehr oft die Konzerte oder die Theaterstücke dort besucht. Und daher waren schon ein sehr wichtiger Platz für uns. Abgesehen von diesen Symbolen, dann wollen wir eigentlich eher diese Freiplätze dort genießen. Und daher für viele Taipei-Bürger ist dort wirklich dann ein Ort, wenn man ein bisschen Freizeit haben, dann kann man dort die Zeit vertreiben und so. Und das ist für viele Taipei-Bürger deswegen auch wichtig. Und vormittags zum Beispiel in den Frühmorgenstunden, da kommen viele Leute dorthin, um Tai-Chi-Sport zu üben oder diese Kung-Fu-Sport oder dann singt die Karaoke oder dann tanzen die Hausfrauen oder überhaupt macht man ja Sport, Jogging und dies und das. Ist schon wirklich ein Freizeitpark dort. Und eigentlich dieser Platz, dieser ganze Platz, der heißt ja heute Platz der Freiheit, aber der hieß früher auch anders und ist auch schon zu einem Objekt der Umbenennungen geworden im Zusammenhang mit diesen früheren Vergangenheitsaufarbeitungsbestrebungen. Und früher hieß dieser Platz eigentlich Zhongzhen-Platz. Und dieses Zhongzhen ist eigentlich ein anderer Name für Chiang Kai-shek und war damals eben der ehemaligen Regierung, der ehemaligen DPP-Regierung wiederum ein Dorn im Auge und die hat diesen Platz damals eben eigenmächtig in diesen Platz der Freiheit umbenannt. Ja, also noch einmal, als Bürger von Taipei möchten wir, dass dieser Platz so behalten. Das ist egal, ob diese Statue entfernt werden soll oder nicht. Allerdings, es gibt natürlich auch noch andere Vorschläge von den Bürgern von Taipei. Was kann man auf diesem Platz machen oder mit dieser Halle für andere Zwecke benutzen? Und viele Vorschläge gehen darüber, dass hier aus einer Gedenkhalle zu einer Ausstellung Raum zu werden, damit man da immer dort welche Kunst bewundern können. Oder das kann auch zu einem Museum werden. Oder dann hat man auch vorgeschlagen, dass das Parlament jetzt von dem jetzigen Ort hierher zu verlegen, weil hier ist Verkehr noch günstiger und wenn man dann etwas protestieren möchte, kann man jeden Tag vor dem Gebäude protestieren, nicht die anderen Nachbarschaft zu stören und so. Das ist ein geeignetes Ort, Stätte für so Parlamente und vor allen Dingen, weil diese Gebäude eine politische Bedeutung hat und das ist umso mehr ein Beweis dafür, dass Taiwan sich demokratisiert worden ist. Und es gibt natürlich auch noch manche Vorschläge, die vielleicht nicht richtig ankommen sind. Und unter anderem hat ein Parlamentarier vorgeschlagen, dass aus dieser Gedenkenshalle und diesem Gelände kann man sich zu einem Gemüsemarkt machen, damit die ganz normale Leute jeden Tag auch diesen Gemüsemarkt besuchen können und dann Gemüse, Obst und Fleisch und das alles Lebensmittel kaufen. Das ist dann wirklich dann ein Teil des Alltaglebens der Bürger sein werden. Das war auch ein Vorschlag, aber wie gesagt, dieser Vorschlag kam bestimmt schlecht an. Ja, und wie gesagt, also ein Vorschlag war ja, dass man diese Halle in so eine Art von negativer Erinnerungsstätte umwandelt und nicht nur diese Halle, es gibt auch noch Vorschläge, andere Städten, andere Orte in Taiwan zu solchen sogenannten negativen Erinnerungsstätten umzufunktionieren und dabei handelt es sich um frühere Militärgefängnisse oder Disziplinarstellen oder Zentren, die es damals zu dieser Zeit des Kriegsrechts gegeben hat und tatsächlich liegt dieser Kommission wohl schon eine Liste mit 45 in Frage kommenden Städten vor, allerdings sind einige dieser Städten auch heute noch Bestandteil von Militärgrundstücken. Das heißt, man konnte bisher nicht einfach dort hinein, um sich dann auch anzuschauen, ob diese Stätte in Frage kommt. Aber diese neue Kommission, die soll eben auch die Autorität besitzen, um sich zum Beispiel an solchen Militärbasen diese Städten noch anzuschauen. Und damals zum Beispiel in Einrichtungen des Nationalen Sicherheitsbüros oder der damaligen Militärpolizei oder auch zum Beispiel bei der Marine oder der Luftwaffe kam es dann eben vor, dass Leute aus politischen Gründen gefoltert wurden oder dort festgehalten wurden oder in anderen Zentren dann politisch umgeformt werden sollten, damit sie sich eben wieder mit der Regierung in Taiwan identifizieren, mit der damaligen. Und eigentlich viele heute sehr bekannte Politiker der DPP waren zum Beispiel auch unter den Insassen damals, zum Beispiel die aktuelle Generalsekretärin des Präsidialamts Chen Ju oder auch die ehemalige Vizepräsidentin Annette Lü oder der vor kurzem verstorbene Schriftsteller Liao. Die waren zum Beispiel alle für teilweise einige Jahre in einem dieser Zentren in Tucheng, das sich hier in der Nähe in New Taipei City befindet.
Und die Kommission zur Vergangenheitsaufarbeitung hat inzwischen außerdem ein Trauma-Heilzentrum eingerichtet. Und mit diesem Heilzentrum wollen die Opfer oder Familienangehörigen der Opfer noch heilen. Also viele von denen haben dann wegen dieser Fehlen dann Probleme haben, und in diesem Heilzentrum werden dann Psychotherapeuten eingestellt werden, um diese Opfer und deren Familienangehörigen zu heilen. Das war's für heute in unserem